Ja Leute, und damit begrüße ich euch zu einer weiteren Folge Assetto Corsa hier auf meinem Kanal. Und heute fahren wir einer der weiteren noch kommenden hier Porsche, und zwar der Porsche 911 Carrera S aus dem ersten Porsche Pack. Und da sehen wir ihn auch schon, Leute. Sieht sehr cool aus. Und ja, wir hören mal rein in den Sound. Ja, das ist einfach mega cool. Ich würde sagen, wir fahren auch gleich mal los. Mit dem Lotus hier. Mit dem schönen Porsche. So sieht der von innen auch aus. Und ja, einfach wunderschön. Wir hören nochmal hier von innen in den Sound. Ja, ist einfach brachial, Leute, ne? Ist einfach mega cool, der Wagen. Das ist mein Lieblingswagen im Pack. Einfach dieser Sound in der am besten finde ich den Innenraum von dem Wagen. Weiß nicht, ja, wir haben an, okay, sehr gut. Oh, eieiei, da mussten wir aber schon mal einen wilden Drift hier abfangen. Boah, das war jetzt aber mal wirklich ganz schön knapp. Und da geht der Lotus fast fliegen. Wir lassen den mal vor. Fahr mal bitte vor. So, Leute. Dann geht's hier mal los mit dem Porsche. Mit meinem Lieblingswagen. Ach, ist das schön, einen 911 Carrera S drin zu haben in dem Spiel. So, wir jagen hier den Lotus da vorne. 250 kriegen wir hier Flugplatz Schwedenkreuz drauf. 265 hatten wir. Bremst aber sehr früh, muss ich sagen. Oder der Porsche hat einfach nur eine bessere Bremse. Und jetzt wird's witzig. Da sind wir vorbei. Oh, sehr schönes Manöver, Leute. Oh, und der geht fliegen. Aber man muss auch sagen, der Wagen lässt sich sehr schön fahren. Ne? Das ist wirklich ein wundervolles Fahrzeug. Also es ist wirklich. Der lässt sich schön fahren, sieht cool aus, also ist wirklich ein Traum. Oh. Ja, jetzt fliegen wir. Ab. Ja, jetzt hatten wir mal einen Crash. Wir lassen ihn mal wieder vor.
So, aber Leute, das zeigt ja auch, dass ich weniger Unfälle mache. Zeigt auch erstens, dass ich ein bisschen den Wagen fahren kann und dass der Wagen sich leicht fahren lässt. Das ist natürlich auch eine mega Sache. Und ja, ich genau wegen solchen Sachen, Leute, finde ich den Wagen einfach mega cool. Wir haben hier noch einen, der schön kämpft. So, Leute. Ach, Quelle 2002? Ich glaube. Das ist einer, der auf Twitch streamt. Leute, ich glaube schon. Kommen hier sehr schön durch. Der Wagen ist einfach wunderbar geil. Anders kann man es einfach nicht sagen. Lässt sich mega gut fahren, der Wagen. Wir konnten uns jetzt ein bisschen absetzen. So. Da sind wir jetzt hier. Ah, komm leicht auf den Rasen. Und schon wieder. Ah, das ist eben wunderbar. Der Wagen hat so eine gute Traktionskontrolle. Da kann eigentlich fast gar nichts passieren. So, der ist noch dran, der Kollege. Boah, der Wagen macht so Spaß, ne? Das ist ja Wahnsinn. Wo ist er denn jetzt hin, der Quelle-Typ? Ich guck mal eben. Der ist gar nicht mehr drin. Okay. Der ist gar nicht mehr drin. Schade, ich wäre gerne mit dem noch eine Runde gefahren, da der kein Backcrash oder so ist. Komm mal ein bisschen ins Kies, aber da war noch nicht, ist noch nichts Schlimmes. Kleiner Quersteher, aber ist alles okay. Passt alles. So, dann hat man die erste Runde fertig und mit erstaunlich wenigen Fehlern. Ich glaube, wir hatten einen Unfall. Leute, also das zeigt schon mal, wie geil der Wagen ist. Und dass ich den einigermaßen gut beherrsche. Wir haben auch noch 7 Gänge, also.
mal eben, vielleicht fährt er ja mit uns. Wartet mal, Leute. Mal eben ein bisschen driften, Leute. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir fahren direkt in die zweite Runde, Leute. Und dann probieren wir jetzt mal eine schnelle Runde zu fahren, Leute, okay? Wenn wir unter 8 Minuten kommen, bin ich zufrieden. Versuchen wir jetzt hier mal eine schnelle Runde zu fahren. Es war knapp. Aber hat alles geklappt. Egal, Leute. So, Hatzenbach haben wir schon mal überstanden. Den kurvigen Teil. Ich glaube, die Zeitdifferenz spinnt gerade ein bisschen. Weil die ändert sich kein bisschen. Guck mal, ja, die packt irgendwie rum. Da ändert sich kein bisschen. So, Big Ben ist jetzt noch dabei. Aber wir fahren ja immer nur zwei Runden, Leute. Aber den Wagen werden wir auf jeden Fall nochmal fahren und da ist jetzt ein Fehler. Konnte den Wagen zum Glück noch fangen, hat natürlich aber eine Menge Zeit gekostet. So, jetzt sind wir hier im Metzgesfeld. Ja, jetzt sehen wir zwar nicht wegen Zeitdifferenz, aber ja. Okay, hier sollte man lieber im zweiten fahren. Man muss ja alles mal so ein bisschen austesten, ne? In welchem Gang man in welcher Kurve fahren muss. Das muss man ja alles erstmal so ein bisschen austesten.
So, dann sind wir auch gleich schon beim Karussell. Schlagen noch mal ein. Leicht, aber nur. Jetzt sind wir beim Karussell. Der Karussell klappt mit dem Wagen eigentlich auch sehr gut, muss ich sagen. Also auf Curbs ist der Bahn gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Das ist nicht so schlimm bei dem Wagen, wenn der mal ein bisschen Curbs berührt. Wir haben es ja gerade gesehen oder auch jetzt hier, wir fahren ja öfter über Curbs. Das ist bei dem Wagen nicht so schlimm. Ich kann jetzt mal sagen, das interessiert den Wagen nicht. Sag ich es mal so. Haben zwar gleich kein Benzin mehr, aber das sollte noch reichen. Hoffe ich zumindest. Es wäre sonst sehr blöd. Da habe ich mal viel zu früh eingelenkt. Boah, das Lenkrad hier. So. Ja, fragt euch, warum sind nicht so viele auf dem Server? Ich nehme die Folge hier früh am Morgen auf. Also deswegen. Das heißt früh am Morgen, so gegen 8 Uhr früh. Und ja, wir gucken jetzt mal, welche Zeit wir fahren. Das ist deutlich unter 8 Minuten. Das ist deutlich unter 8 Minuten, Leute. Sehr schön, ja cool. Das ist 7 Minuten. Was? Wir waren jetzt noch eine halbe Minute schneller. Das ist ja Wahnsinn. 7 Minuten 45,602. Boah, Wahnsinn. Glaubt man fast gar nicht, ja? Dass wir jetzt mal so viel schneller waren. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, aber Leute, das waren mal wieder coole 2 Runden. Mir macht der Wagen bisher am meisten Spaß, was heißt bisher, es kommen ja nur noch 2 Wagen, die wir testen. Aber ich glaube, das wird mein Lieblingswagen in dem Pack werden. Ja, aber sonst würde ich sagen, Leute, sollte das gewesen sein mit der Folge. Ich teste hier nur mal gerade, wie der sich so in den langsamen Kurven verhält. Können wir hier auch nochmal machen. Aber mit Traktionskontrolle oder auch nicht, Leute. Ich würde dann auch erstmal sagen, das wird es gewesen sein mit der Folge. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Lasst ein Like und ein Abo da.